Etwa 5% der Jülicher Geschäfte wurden von Händlern jüdischen Glaubens betrieben, besonders in den Branchen Textil und Metzgerei. Manche waren mindestens seit der Jahrhundertwende hier und wurden in der zweiten Generation geführt. Durch die Größe und Häufigkeit ihrer Inserate kann man auf ihren wirtschaftlichen Erfolg schließen, der auch durch Inflation und Wirtschaftskrise nicht zu Betriebsaufgaben führte. Auch in der regionalen nationalistischen Presse wurde die Hetze gegen jüdische Geschäfte nach der Machtübernahme 1933 verschärft. Offen wurden Kundinnen, die dort einkauften, diffamiert. Sogar innerhalb der Weihnachtsbeleuchtung wurden Parolen gegen Juden mit einem Straßenbanner in der Haupteinkaufsstraße, der Kölnstraße, verbreitet. Der Druck der Nationalsozialisten gegen jüdische Kaufleute wurde bereits im April 1933 so stark, dass sich andere genötigt fühlten, per Annonce Gerüchten entgegenzutreten, sie seien jüdischer Herkunft. Gedrängt durch Verfremdung, Beschimpfung, Verbote, Diskriminierung, durch wirtschaftlichen und politischen Druck sowie Gewaltandrohung und schließlich Entzug der wirtschaftlichen Grundlagen gaben die jüdischen Kaufleute ihre Geschäfte auf. Sie verkauften sie an Freunde, Mitbewohner oder den Staat, unter Wert, da sie keine Verhandlungsoption hatten. In einzelnen Fällen gab es nach dem Zweiten Weltkrieg Ausgleichszahlungen an sie oder ihre Erben.